Artikelnummer SCP-4566. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-4566 wird in einem hochwertigen Lagerschrank im Verwahrungsflügel von Lagerstandort 23 verwahrt. Die Extraktion des durch SCP-4566 fiktionalisierten Foundation-Personals hat nur geringe Priorität. Das Ziel der Forschungsbemühungen sollte sich vielmehr auf die Durchführbarkeit einer Ausbildung des fiktionalen Personals zu Meta-Erzählern konzentrieren. Zur Sicherstellung der Identitätskontinuität des fiktionalen Personals sind finanzielle Mittel zur Pflege und Entwicklung von entsprechenden Erzählungen bereitzustellen. Beschreibung: Bei SCP-4566 handelt es sich um einen Fotokopierer der Marke Xerox, der durch eine in Seattle ansässige Zelle der Chaos Insurgency zur anormalen Waffe umfunktioniert wurde. Zu den an SCP-4566 vorgenommenen Modifikationen gehören: Manche interne elektronische Komponenten wurden durch dämonische Schaltkreise ersetzt. Auf die Innenseite der Papierfächer wurden taumatologische Siegel mit einer Silber-Kupfer-Legierung aufgetragen. Alle Glaskomponenten wurden durch Obsidian ersetzt. Die Magenta-Tintenpatrone enthält statt Farbe menschliches Blut, welches durch genetische Überprüfung als das des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges bestimmt werden konnte. Eine vollständige Liste aller an SCP-4566 vorgenommenen Änderungen finden Sie in Dokument 4566-5. SCP-4566 kann zur Fiktionalisierung einer Person verwendet werden, wobei diese eine Haupt- oder wichtige Nebenfigur in einem veröffentlichten literarischen Werk oder einer Reihe von Werken ersetzt. Eine vollständige Liste aller Personen, die nach unserem Wissen von SCP-4566-Effekt betroffen waren, finden Sie in Tabelle 4566-1. Es ist derzeit unbekannt, wie dieser Effekt erzielt wird. Alle Mitglieder der Chaos Insurgency-Zelle, von denen angenommen wird, dass sie SCP-4566 entwickelt und eingesetzt haben, wurden entweder von Foundation-Agenten oder durch eigene Hand getötet. Sollte eine Person durch SCP-4566 fiktionalisiert werden, werden alle Exemplare des betroffenen Werks so verändert, dass besagte Person in die Erzählung eingefügt wird. Verweise auf die betroffenen Werke in anderen Medien werden ebenfalls verändert. Die Handlung und der Inhalt der betroffenen Werke werden dabei in der Regel jedoch nicht wesentlich abgeändert. Die Betroffenen ersetzen Personen, deren Charakter oder Aussehen sie ähneln, und besitzen keine bis kaum Wissen über ihre extra fiktionale Herkunft, sofern sie nicht darauf hingewiesen werden. SCP-4566 scheint eine leicht antimimetische Wirkung zu besitzen, da die an den betroffenen Werken vorgenommenen Änderungen von allen Personen, die die Betroffenen nicht persönlich kannten, unbemerkt bleibt. Diejenigen, die die betroffene Person kannten, von dem Werk aber zuvor nichts wussten, können die Ähnlichkeit der fiktionalen Figur mit der realen Person bemerken, glauben aber in der Regel nicht, dass die Person, die sie kannten, zu dieser Figur fiktionalisiert wurde. SCP-4566 wurde im Februar 1995 während einer UIU-Razzia einer Chaos Insurgency-Zelle in Seattle gefunden. Nachrichten dieser Zelle an andere Insurgency-Zellen halfen dabei, SCP-4566 als die Quelle der Fiktionalisierung zu identifizieren. Das Objekt wurde daraufhin von der Foundation in Verwahrung genommen. Tabelle 4566-1. Bekannte Opfer von SCP-4566. Name: Dr. Charles Savage Jr. Betroffene Werke: Doc Luthor, der Mann aus Bronze. Anmerkungen: Das erste bekannte Opfer von SCP-4566. Dr. Savage war von 1976 bis zu seiner Fiktionalisierung im September 1992 der Direktor von Standort 18. Er ersetzte Dr. Andrew Luthor, die Hauptfigur einer populären Serie von Kurzgeschichten, die zwischen 1933 und 1949 in Pulp-Magazinen veröffentlicht wurden. Name: Anthony Rogers, Kommandant von MEK Gamma 7. Codename: Recht und Ordnung. Betroffene Werke: Die Buck Jackson Serie. Anmerkungen: Rogers ersetzte Matthew Buck Jackson, die Hauptfigur von Armageddon 2419 AD und der Buck Jackson Comic-Reihe. Seine Fiktionalisierung erfolgte im Mai 1993, kurz nachdem MEK Gamma 7 ein Safehouse der Chaos Insurgency in Dresden, Deutschland überfallen hatte. Name: UIU-Spezialagent Diego de la Vega, Codename: Fox. Betroffene Werke: Der Fluch von Capistrano. Anmerkungen:
Agent De La Vega, ein Undercover-Agent der UIU, der eine Chaos Insurgency-Zelle in Los Angeles, Kalifornien infiltriert hatte, ersetzte Lobo, spanisch Wolf, den Protagonisten von Der Fluch von Capistrano, der Verfilmung Im Zeichen des Lobo und einer Reihe anderer Kurzgeschichten und Verfilmungen. Das genaue Datum seiner Fiktionalisierung ist nicht bekannt, aber der Kontakt zu ihm brach im Oktober 1993 ab. Name: Jonathan Carter. Betroffene Werke: Die Prinzessin vom Mars. Anmerkungen: Jonathan Carter, Juniorpartner bei Marshall Carter und Dark, ersetzte den Protagonisten der Jack Taylor-Reihe von Science-Fiction-Kurzgeschichten. Das genaue Datum von Mr. Carters Fiktionalisierung ist nicht bekannt. Die Foundation wurde erstmals im August 1994 darauf aufmerksam gemacht, als Rupert Carter, Mr. Carters Onkel und Seniorpartner bei Marshall Carter und Dark, die Rechte an allen Jack Taylor-Geschichten erwarb, die noch nicht öffentlich zugänglich waren. Name: Randolph Carter. Betroffene Werke: Die Aussage des Richard Hathaway. Anmerkungen: Randolph Carter war ebenfalls Juniorpartner bei Marshall Carter und Dark. Er ersetzte Richard Hathaway, eine wiederkehrende Figur in einer Reihe von Kurzgeschichten und Romanen des amerikanischen Autors H.P. Lovecraft. Es wird vermutet, dass seine Fiktionalisierung zwischen der Fiktionalisierung von Jonathan Carter und dem Dezember 1994 stattfand, als Rupert Carter ebenfalls die Rechte an allen Werken von H.P. Lovecraft erwarb, die noch nicht öffentlich zugänglich waren. Am 7. Juni 1996 wurde Foundation-Forscher Dr. Julian Bashir, der einige Tage zuvor verschwunden war, in der Fernsehsendung Star Trek Deep Space Nine wiederentdeckt, der dort die Figur des Dr. Augustin Fadil ersetzte. Untersuchungen über eine mögliche Beteiligung der Chaos Insurgency an Dr. Bashirs Fiktionalisierung sind im Gange.